In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du am wirkungsvollsten die Akupressur ausführen kannst und was Akupressur eigentlich ist. Hallo und herzlich willkommen bei Einfach besser leben. Mein Name ist Wolfgang. Ich möchte dir heute ein bisschen was über die Akupressur erzählen und wie du sie leicht selber zu deinem eigenen Vorteil ausführen kannst. Grundsätzlich ist die Akupressur ein Teil der traditionellen chinesischen Medizin und ebenfalls so alt wie das Qigong. Akupressur gehört wahrscheinlich zu den ältesten Heilverfahren überhaupt, denn du kannst dir vorstellen, dass man instinktiv die Hände eigentlich immer schon auf den Körper aufgelegt hat, wenn es irgendwo geschmerzt hat. Man legt sich ja intuitiv die Hand irgendwo hin oder drückt, wenn man irgendeinen Kopfschmerz hat oder einen Nackenschmerz. Das macht man ja selbst, ohne dass man ein erfahrener Masseur oder Akupressurtherapeut ist. Die Akupressur, bedeutet Akupunkturpunkt, Pressur, der Name deutet auf das Drücken hin. Bei der Akupressur drücken wir also bestimmte Punkte. Wie immer in der traditionellen chinesischen Medizin sind das nicht irgendwelche Punkte, sondern ganz klar definierte Akupunkturpunkte. Es gibt 365 klassische Akupunkturpunkte über den Körper verteilt. Es gibt aber mittlerweile auch mindestens noch immer so viele Sonderpunkte. Also der Körper ist ziemlich durchzogen mit vielen Punkten. Allerdings sind es ein paar ganz, ganz wichtige Akupunkturpunkte, die man vielleicht für den Hausgebrauch kennen sollte. Das ist hilfreich. Akupressur heißt also, wir üben einen Druck mit dem Daumen, mit den Fingern oder mit der ganzen Hand auf diese Punkte aus. Und diese Punkte wurden wie immer auf empirischem Wege gefunden, also durch Beobachten. Irgendwann hat man gemerkt, wenn man diesen Punkt drückt, wird der Kopfschmerz besser. Drückt man diesen Punkt, funktioniert die Verdauung besser. Es gibt Punkte, die haben eine entspannende Wirkung. Dann wurden Punkte entdeckt, bei denen man sich anschließend vitalisiert und neu aufgeladen fühlt. Interessanterweise gibt es Punkte, die sind lokal bei einem Problem. Also es gibt lokale Schulterpunkte, die werden gedrückt, wenn man ein Schulterproblem hat, und die sind auch in der Nähe des Schultergelenks. Aber es gibt auch die sogenannten Fernpunkte. Diese sind fernab des Gelenks oder der Körperzone, die eigentlich das Problem hat, und haben trotzdem eine Wirkung. Für uns westlich denkende Menschen schwer zu erklären, für chinesische Mediziner sehr einfach über die Meridiane. So kann es sein, dass ein Dünndarmpunkt, der sich hier an der kleinen Fingerseite am Handballen befindet, eine Wirkung hat auf die Schulter. Chinesisch total leicht zu erklären, über den Dünndarmmeridian, der ins Schultergelenk hinaufführt. So gibt es also Punkte, lokale Punkte, es gibt Akupressurpunkte. Und grundsätzlich geht es bei der Akupressur genauso wie bei der Akupunktur darum, das Qi, also die Lebensenergie, wieder ins Fließen zu bringen. Denn diese ist oftmals blockiert. Das heißt, du kannst dir vorstellen, es gibt einen Knoten in einem der Meridiane und nun gehst du her und bearbeitest mit Daumendruck oder mit Fingerdruck diesen Knoten, hältst diesen Punkt, bis du spürst, dass diese Verspannung sich allmählich auflöst. Was passiert dann? Das Qi fließt wieder frei durch, das Blut kann wieder durchzirkulieren, der Muskel entspannt aus seinem Übertonus, lässt er langsam wieder locker. Der Stoffwechsel in dem Bereich wird besser, die Lymphe zirkulieren, also der ganze Bereich wird wieder belebt von frischem Blut, von frischer Energie, die Sauerstoffversorgung wird besser und das wirkt sich natürlich sehr, sehr positiv aus. Der Unterschied zur Massage ist einfach der, dass die Akupressur oftmals mit wenigen Punkten auskommt. Das kann sein, dass man 3, 4, 5 Punkte nur behandeln muss, um Kopfschmerzen zu lösen. Allerdings muss man wissen, wo sind die Punkte, die sollte man relativ genau finden. Man sollte wissen, wie lange hält man diese Punkte. Und das Schöne ist, bei diesen Punkten, die Wirkung geht durch das längere Halten auch in die Tiefe.
Das heißt, gewisse Punkte haben eben nicht nur eine Wirkung auf ein Gelenk, sondern darüber hinaus, ich habe es schon kurz erwähnt, auch auf den Dünndarmmeridian. Obwohl dieser Punkt weit entfernt ist vom Dünndarm, offensichtlich. Aber trotzdem hat es eine Wirkung. Und die Philosophie ist immer jene, dass wir versuchen, in die Tiefe zu kommen, an die Wurzel des Problems. Dort wollen wir immer wieder therapieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip in der chinesischen Medizin, die Wurzel zu suchen, diese zu behandeln und plötzlich fallen gewisse Symptome einfach ab, wie die Blätter im Herbst von einem Baum. Die klassische Weise, wie wir Akupunkturpunkte akupressieren, ist, indem wir uns einen Punkt zuerst suchen. Nehmen wir den bekanntesten aller Akupunkturpunkte. Jeder, der schon einmal Akupunktur bekommen hat, hat eine Nadel in diesem Punkt gehabt. Der vierte Punkt des Dickdarmmeridians. Dickdarm 4, der sogenannte Hegu-Punkt. Er befindet sich an der Verbindung zwischen Zeigefinger und Daumen. Wenn du beide aneinander legst, entsteht ein Hügel und dann gehst du auf den höchsten Punkt und drückst in Richtung des Zeigefingers. Mit dem Zeigefinger zu drücken ist nicht so eine gute Idee, der hat nicht wirklich viel Kraft. Besser ist es, mit dem Daumen diesen Punkt zu drücken. Wie fest? Bis du ein sogenanntes De-Chi-Gefühl auslöst. Das heißt, das ist jenes Gefühl, bei dem du merkst, deine Augen weiten sich etwas, denn du spürst einen leichten Schmerz. Betonung auf leichter Schmerz. Meine Bezeichnung ist immer Wohlfühlschmerz. Denn wir wollen schon, dass das Gehirn registriert, hoppla, da ist ein Problem, da schmerzt etwas. Das bewirkt eine Umschaltung im Gehirn. Da werden gewisse Mechanismen aktiviert, dass der Körper jetzt gezwungen wird, quasi zu arbeiten. Also ich halte diesen Punkt. Ich kann mich auch währenddessen mit dir unterhalten. Besser wäre es allerdings noch, die Konzentration auf diesen Punkt zu richten und währenddessen entspannt ein- und auszuatmen. Weil ich halte den Dickdarmpunkt und der Dickdarm ist doch eher im Bauch angesiedelt. Und wenn ich jetzt tief in den Bauch atme, habe ich sozusagen die Wirkung aus beiden Richtungen. Von außen nach innen und über die Atmung von innen nach außen. Ich spüre jetzt, dieser anfängliche leichte Schmerz ist weg. Das hat jetzt ungefähr 30 Sekunden gedauert. Und das reicht. Jetzt mache ich das Ganze auch auf der zweiten Seite. Denn die Meridiane sind immer auf beiden Seiten angeordnet, auf beiden Seiten des Körpers. Dickdarmpunkt, Daumen, Zeigefinger zusammen, suche mir diesen Punkt und halte ihn. Diesmal mache ich es allerdings etwas anders, denn die Frage stellt sich immer, wie findet man diese Punkte? Und das ist oft ein großes Problem. Darüber habe ich lange nachgedacht und habe immer wieder versucht mit verschiedensten, es gibt Holzstäbchen in verschiedensten Dicken, es gibt Metallstäbchen. Und es funktioniert auch alles gut, wenn man grundsätzlich sich etwas mit diesem Thema auskennt. Aber wir möchten ja immer wieder versuchen, auch jemanden, der nichts mit chinesischer Medizin am Hut hat, dazu zu bringen, dass er mit dem arbeiten kann. Und das von zu Hause aus ohne großartigen Aufwand. Und hier haben wir den Akupen entwickelt. Der Akupen ist ein Metallstift, der ist in dieser Verpackung und der schaut grundsätzlich so aus. Ein ganz normaler Metallstift, würde man sagen, mit einem runden Ende. Und hier ist ebenfalls ein rundes Ende. Das Besondere ist, dass man dieses eine runde Ende abschrauben kann und dann kommt darunter eine Spitze zutage. Und mit dieser Spitze kann man jetzt Folgendes machen. Erstens kann man den Punkt suchen, und zwar Millimeter genau. Nehmen wir noch einmal diesen Dickdarm 4 Punkt als Beispiel. Ich habe ihn links behandelt, lasse den jetzt in Ruhe und gehe nach rechts. Muss grundsätzlich wissen, okay, er ist nicht am Fuß, er ist nicht am Knie, er ist an der Hand. Also ein bisschen ein paar Informationen sollte man schon haben über diesen Punkt. Er ist auf dem höchsten Punkt dieses Hügels. Okay, jetzt geh her und such dir auf dem höchsten Punkt dieses Hügels einen Punkt, drück etwas in die Tiefe, es muss nicht stark sein, probier einen zweiten aus, der fühlt sich schon intensiver an, fühl einen dritten, der ist weniger intensiv, also gehe ich zurück zum zweiten. Und das ist der Punkt, der jetzt millimetergenau im Moment derjenige ist, an den auch ein Arzt die Akupunkturnadel setzen würde. Das heißt, du bist jetzt millimetergenau
auf dem Dickdarm 4 Punkt. Kannst jetzt diesen Punkt einfach halten und hast jetzt eine Akupressur und quasi eine Akupunktur gleichzeitig dazu. Denn dieser Reiz, dieser Spitze, ist ähnlich einer Nadel, natürlich nicht ganz so scharf, allerdings bewirkt er trotzdem eine intensive Reaktion im Gehirn, denn jetzt merkt das der Kopf, das ist nicht nur ein leichter Schmerz, sondern da ist schon was Gefährliches unterwegs. Es ist sowas Ähnliches wie eine Nadel, ein stechender Schmerz. Und ich warte jetzt hier wieder ab, bis dieser Schmerz nachgelassen hat. Das heißt, es ist eine Umschaltung im Körper passiert, hier fließt wieder was. Und wenn es fließt, dann ist das so, wenn in der Stadt die Ampel auf grün geht, dann kannst du einfach fahren, du musst nicht weiter drüber nachdenken. Dickdarm 4 ist jetzt offensichtlich hier und hier gelöst. Was das Ganze im Körper bewirkt, muss ich eigentlich nicht genau wissen. Es reicht mir ja zu wissen, dass ich was gemacht habe. Und so kann man das mit den verschiedensten Punkten machen. Mit dem runden Ende kann ich natürlich auch eine klassische Akupressur ausführen, denn in der Praxis haben viele Menschen beim dritten Punkt dann Probleme, weil die Gelenke das nicht gewohnt sind zu drücken. Dann gehst du einfach her und drückst mit dem runden Ende ganz bequem diesen Punkt und drückst in die Tiefe und hältst diesen Punkt. Und ich spüre, dieser Schmerz, dieser Reiz ist intensiver als der Daumen. Der Daumen ist doch größer, weicher. Dieser Schmerz ist schon etwas intensiver. Und ein intensiver Reiz ist meistens ein guter Reiz, denn der bewirkt viel Reaktion im Körper. Und ich habe eben die Möglichkeit, hier dann sozusagen noch eine Selbstakupunktur zu machen. Ja, mir war wichtig zu sagen, dass die Akupressur ein traditionelles Heilverfahren ist, das wirklich seit 5000 Jahren circa angewendet wird. Das wirkt und ich erlebe immer wieder, wie gut es wirkt. Und es ist einfach so schön, wenn man mit 3 Punkten eine Allergie verbessern kann, wenn mit 2, 3 Punkten eine Verstopfung, die man schon seit Jahren hat, einfach sich auflöst. Oder wenn die Migräneattacken seltener werden und ich in manchen Fällen sogar komplett verschwinden. Natürlich, wie bei allen Heilverfahren, ist es alleine kein Wundermittel. Es muss immer im ganzen Kontext der TCM gesehen werden. Akupressur alleine mit 3 Punkten kann es sein, dass du größere Probleme noch nicht in den Griff kriegst. Aber verbind das doch mit der richtigen Ernährung, mit den richtigen Kräutern, mit ein bisschen Qigong-Training und dann hast du eine geniale Methode, die nichts kostet, die wenig Aufwand braucht und die man auch nebenbei machen kann. Du kannst nebenbei im Bus sitzend oder auch im Büro zwischendurch gewisse Punkte halten, weil du weißt, dieser Punkt am Handgelenk innen, ein Herz-Kreislauf-Punkt, entspannt einfach deinen Geist. Ja, nütz das doch in einer Pause und entspann dich ein bisschen, regeneriere dein System, indem du mit dem arbeitest. Entweder indem den Daumen oder du nimmst dir diesen Akku-Pen, den man übrigens sehr praktisch an den Schlüsselanhänger anhängen kann oder in dieser schicken Holzbox in der Handtasche verstauen kann. Dann hast du das immer mit dabei und dann kannst du jederzeit und überall, zu jeder Tages- und Nachtzeit, dich behandeln und deinem System etwas Gutes tun. Jetzt stellt sich noch die Frage, wo du diese Akupunkturpunkte findest, denn die sollte man ja kennen. Die eine Möglichkeit ist, du besorgst dein Buch, aber aus meiner Erfahrung ist es dort so, entweder sind die Angaben so genau, dass sie sehr kompliziert sind, oder die Angaben sind so ungenau, dass es zwar leicht erscheint, aber man den Punkt eigentlich nicht wirklich erwischt. Auch hier haben wir uns Gedanken gemacht und ein eigenes Videoportal entwickelt, das mittlerweile 80 Krankheitsbilder umfasst. Das wird aber ständig erweitert, bald sind es 100 Krankheitsbilder. Und in diesen kleinen Videosequenzen zeigen wir dir wirklich ganz genau die Punkte und auch grafisch dargestellt, wie du die Punkte findest. Zusätzlich erkläre ich es dir und mit diesen Kurzvideos ist es völlig unmöglich, den Punkt nicht zu finden, zumal du auch diese Spitze noch hast, die dir dann die letzten Millimeter noch zeigt, auf denen der Punkt sich befindet. Wo bekommst du diesen Akku-Pen, falls dich das interessiert, wenn du deine Finger schonen möchtest und du eine wirkungsvolle, moderne Akupressur machen möchtest? Ganz einfach, geh auf unseren EBL-Shop und dort findest du den Akku-Pen.
Wenn du dir den zulegst, dann hast du automatisch auch den Zugang dabei zu unserem Videoportal mit diesen, wie gesagt, 80 Krankheitsbildern derzeit. Das wird aber ständig erweitert. Ja, und damit hast du dann die Möglichkeit, eine wirklich effektive Akupressur zu machen, die auch schon eine Form der Selbstakupunktur ist. Du hast also zwei Therapiewerkzeuge mit in einem zusammengefasst und das in diesem Akupen vereint. Eine ziemlich geniale Sache, wie ich sagen muss. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn das so ist, dann drück den Like-Button und teile es fleißig mit deinen Freunden und Bekannten. Und vergiss nicht, unseren Channel zu abonnieren. Drück auch gleich die Glocke, damit du immer informiert wirst, wenn wir wieder eine neue Produktion gemacht haben und du immer upgedatet bist. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal.